Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Aris. Ups. Ihr seht, ich habe nicht viel trainiert. Ich war eigentlich nur draußen, habe, wie ihr aufgrund meines Geldes schon seht, Sachen eingekauft. Ich habe auch Sachen verkauft. Ich habe ein bisschen trainiert, wie man hier an den Items sieht. Wo kriege ich dich überhaupt her? Eines drachenartigen Zeugel. Okay, hier, Pfirsichgelee, Zitronengelee habe ich Maximum. Tank des Lebens, ja, Orangendings. Und der Grund, warum ich eigentlich jetzt nochmal versuche, gegen Lelord anzukämpfen, ist das hier. Hier steht ja, flammende Schneide, explosiver Regen, zerfleischender Blitz, inferner Sturm. Wisst ihr, wie man das einsetzt? Genau, man muss die Taste gedrückt halten. Warum wurde das nirgendwo erklärt? Oder falls es erklärt wurde, dann weiß ich nicht. Und ich habe das hier übrigens gelernt. Die Technik ist aber nicht so der Hammer. Ich habe sie aber trotzdem mal reingepackt, denn man kann nie wissen. Gut, ich versuch's jedenfalls. Ich habe gespeichert, zur Not wird der Speicherstand geladen. So. Vielleicht kann ich den Lord jetzt besiegen. Die Cutscene werde ich weglassen. Ich meine, ich habe den Lord letztes Mal schon fast besiegt, oder zumindest das Tier von ihr hatte ich fast besiegt. So. Komm her. Oh. Ich mache natürlich denselben Fehler wie letztes Mal. Ja, ich bin schon wieder gestunt. No. Hallo, Bewegung. So, testen wir mal. Die flammende Schneide bringt nicht so viel gegen dich. Überall Feuer. So. Ins Fressbrett. Hm. Oh nein, 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 nein. Oh, ich kann mich nicht rollen. Doch jetzt. Gut. Solange du irgendwelche Techniken einsetzt. Oh, Moment, theoretisch kann ich das auch. Tobender Sturm. Wow. Das Vieh muss einstecken. Wie geil ist das denn? Ja. Ja, der Move sieht nicht schlecht aus. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Oh, der Phönix. Guckt es euch an. Ja, Rising Phoenix macht dich alle. Oh nein! Oh gut, ich dachte schon. Ja, ich hätte im Circle stehen bleiben sollen, aber nö. Ja, das sollte ich vielleicht lassen. Ja, Wasser ist gut gegen dich. So, ich heile mich mal. Sicherheitshalber ein 2000er. So. Nein! Ich muss ausweichen. Wow. Ja, das Vieh muss einstecken. Dohalim auch noch zusätzlich. Ja, das ist doof, weil ich das einsetze. Weil das Vieh schwebt. Oh! Du hast gerade First Aid auf mich eingesetzt. Das ist gut, aber ich habe gesehen, dass trotzdem noch einer geschwächt ist. Law. Law setzt irgendwie sein Oberlimit nur dann frei, wenn er echt angeschlagen ist. Bleib hier! Nein, 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 nein! Oh oh. Hinder es mal! Hast du es gehindert? Nee, oder? Oha! Der Move! Mm. Okay. Schieren ist geschwächt, das macht aber nichts.
Da. Ja. Hast du gerade First Aid eingesetzt auf mich? Oder auf Law? Moment, dann heile ich mich mal komplett. Was labert die daher? Nein, ich springe auch noch genau rein. Loalim, hinter es! Und ich muss Law heilen. Ja, ich springe auch noch rein, ich Vollidiot. Hinter den! Oh, und auch noch ausgewichen wie ein junges Rehkitz. So, jetzt steht das Vieh am Boden. Na, O'Shion ist tot, verdammt nochmal. Warum hast du gerade Rinwell geheilt? Was soll das? So, Dank des Lebens auf Shion. Wenn Shion nämlich tot ist, dann habe ich ein dickes Problem. Ah. So, jetzt muss ich Shion erstmal heilen. Du hinderst mal das Vieh daran, irgendwas zu machen. Rise and Phoenix, ja. Nein, 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 nicht der Move von dir. Nicht der Move von dir, nicht der Move. Hau ab. Rinwell ist fast tot, Law ist tot. Das ist scheiße. Okay, erstmal Rinwell heilen, weil das genau heilt irgendwie. Hör auf! Ah. Irgendwie... Achso, Law lebt wieder, gut. Ja, der Move sieht zwar geil aus, aber... Oh! Nein! Ich bin genau reingesprungen. Nein, 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 nein. Hinter das Vieh mal. Sicherheitshalber heile ich mich weniger, weil ich nicht weiß, ob... ob ich nicht weiß, ob Shion mich gerade heilen wollte. Oh! Du auch, Kisara. Oh, Law muss einstecken. Nicht mehr lange. Da. Ah, der Move bringt es irgendwie nicht so wirklich. Ja. Ah. Nein. Oh, scheiße. Falsche Taste. Oh, ich habe ihn gerade noch erwischt. Ja, now or never. Nein, nein, nein! Wow! Ja, mach! Ach, das war gut. Dumm! Dumm, ich will weg hier! Was macht denn das Vieh jetzt schon wieder? Habe ich noch HP? Ja, habe ich. Oh, danke für den heilenden Ring. Na, natürlich rolle ich genau rein in alle anderen. Halt, haltet das Vieh mal auf. Jetzt reicht's mir. Ins Gesicht. So, Shion werde ich mal heilen. Nein! Nicht auf mich, nicht auf mich. Haltet das Vieh auf, ich ziehe das Feuer auf mich, wenn die Olle da oben rumzaubert. Dummes Vieh, jetzt reicht's. Jetzt wirst du ausgelöscht. Oder auch nicht. Ja, nicht mich schlitzen, nicht mich schlitzen. Knallt ab. Oh, ich und Law sind beide ziemlich am Ende. Box mal. Bums in die Seite. Oh. Halt's auf. Das ist doch ein Schild. Gut, ich und Law, wir sind beide einigermaßen fit. Oh, jetzt bin nur mehr ich nicht fit. Gut. Nein! Ja, auf da oben zu lachen. Gut, ich habe ja zum Glück Trank des Lebens ohne Ende. Ja, komm her. Shion?
Nein! Dualin! Was? Alles sind tot? Moment. Tank des Lebens auf Shion. Rinwell muss wechseln statt Kisara. Kisara könnte praktisch sein. Ja, ich roll genau rein, ich Vollidiot. Lois am Ende. Habe ich noch HP? Nee. Ja, schneller, schneller. Gut. Orangengelee. Definitiv. Gut, und schon kümmert sie sich drum, das ist perfekt. Hier, friss den! Boah, ja! Ja! Nein, nein, nein! Oh. Scheiße, genau auf mich rauf. Gut, kümmert euch mal um mich, bitte. Was? Was? Scheiße! Was ist passiert? Okay. Oh, danke, Law. Boah, Law. Der... Ich müsste echt aufpassen. Okay, ich bin fast am Ende und Law ist auch fast am Ende. Kisara ist tot. Gut. Kisara wird mal kurz ausgetauscht für Dohalim. Ah, jetzt ist da hinten am Schwanz dein Schwachpunkt. Wow! Oh nein. Hinter an! Offensichtlich geht's nicht. Okay, nur zur Sicherheit werde ich Law heilen. Da. Ja! Ja, ich puste dich weg, Olle. Ja, hier. Ja, das ist ein Move, der gut aussieht. Na, tut gut, nicht wahr? Boah, genau so muss das laufen. Was? Kisara, achso, Kisara ist tot und Rinwell ist tot, aber gut, die beiden sind gerade nicht da. Ich bin übrigens auch fast tot. Im 2000er, ja, zur Sicherheit. Rinwell, hinter ist. Ich roll mal lieber. Nein, Scheißdreck. Das Vieh ist doch gleich tot. Ach, was bin ich denn doof? Oh, alle sind tot, verdammt. Ne, Shion nicht. Ne, Law und Dohalim. So, zur Sicherheit. Ich renne auch noch rein, ich Volldepp. Mach doch was. Jetzt. Ja, mit Rinwell hier. You murdered my mother and father. But I'm not like you. Rinwell. Even now, I hate you.
am unable to let go. Honestly, even if I took my hatred out on you here and now, it wouldn't make me feel any better in the long run. I realize that now. So, I won't kill you. I'll take you in and make damn sure justice is served the right way. You would dare mock me with your foolish, useless pity? A Danon, nothing more than a mere slave. I won't allow you to... It's not about what you think. Or being Danon or Renan. Because you'll atone for the crimes you committed. And that's all. That swordsman again. Oh, Lord Volron, what brings you here? No, forgive me. I've forgotten myself. Please allow me to make it up to you, my lord. Silence now, wretched snake. Does it hurt? It should. That pain is proof you're still alive. Enjoy it. Haros met a sudden death. His successor was a man by that very name, Volron. And like a restless lover, I've come back for more. Ah!
come and find me. If you truly are the Sovereign. Testsubjekt 1273. Die Geisterbeschwörungszeremonie beginnt in Kürze. Ja, die Cutscene hat so einiges gezeigt. Der mysteriöse Schwertkämpfer ist wieder da. Er ist ein Lord, wie es jetzt wohl hieß. Wahrscheinlich ein Lord. Wahrscheinlich ist das der Lord dieses Reichs der Dunkelheit. Rena, glaube ich. Oder Dena. Eins von beiden. Elfens Maske ist kaputt und jetzt kann er Schmerzen fühlen und. Damit hat Shion nicht gerechnet und quasi ihren kompletten Widerstand aufgegeben, weil sie jetzt Elfen Schmerzen zufügen kann. Bleibe bis dahin ruhig und warte auf weitere Anweisungen. After all this time, I'll be free from this hell. I can finally go home. Und ganz im Ernst. Ja. Astrale Energieaufladung fast abgeschlossen. Ausgabe stabil. Steh bereit. Okay, ich kann keine Karte. Ich kann nicht speichern. Wenn ich nicht speichern kann, ist das blöd, weil dann muss ich jetzt weitermachen. Das will ich aber nicht, weil ich wollte jetzt einen Schnitt machen. Das heißt, wenn jetzt der PC abstürzt, bin ich ziemlich sauer. Na gut, muss ich weitermachen. Was soll ich sagen? Alfons Maske ist jetzt kaputt, jetzt kann er Schmerzen fühlen. Ihr seid... Könnt ihr denn ja nicht selbst drauf kommen, wo ihr hin müsst? Oder bist du so blöd, dass du dich an so einen kleinen Ort wie hier verirrst? Das ist deine Aufgabe zu erledigen, also los, kehr auf deine Position zurück. Ja, irgendwie die Story ist irgendwie so standardmäßig, weil bei Xenoblade Chronicles 2 war das auch so von wegen, ach ja, Held und Frau, die zusammengehören, reisen gemeinsam, dann irgendwann kommt der große Böse, entführt die Frau, der Held ist allein. Ist irgendwie so. Ist fast wie bei Xenoblade. Die Jungfrau behält die Dinge unter Kontrolle. Achte du da einfach darauf, während der Zeremonie nicht die Konzentration zu verlieren. Wenn du deine Heimat je wieder sehen willst, musst du ja gute Arbeit leisten. 1, 2, 7. Achso, ich bin hier einfach nur eine Nummer. Quasi wie beim AMS oder so. Pff. Ja, jedenfalls, jetzt muss ich wohl noch ein bisschen weitermachen. Nur ein bisschen. Sobald ich wieder speichern kann, speichere ich und beende ich den Part. Ach, du bist es, 1, 2, 7, 3. Oder sollte ich sagen, Herrscher? Du verstehst nicht, wie viel Zeit und Mühe wir investieren, um dich als unser einzigen Erfolg zu erzeugen. Wir können nicht riskieren, dass du in dieser Phase durch eine Verletzung ausfällst. Ja, ich bin einfach nur eine Nummer, ich bin nichts weiter. Eine Karte habe ich nicht. Na, was war das? Achso, das Mädel da. Muss ich die Party eben länger machen, geht nicht anders. Ich war ehrlich gesagt ziemlich nervös, wenn es mit dir nicht geklappt hätte. Wer weiß, was wir getan hätten. Das ist schließlich das erste Mal, dass wir einen Herrscher und eine Jungfrau für die Zeremonie beisammen haben. Aber zu sehen, wie du es bis hierher geschafft hast, hat meine Ängste verstummen lassen. Ja, und jetzt? Überall Sterne, das heißt, ich muss mit denen reden, oder wie? Ist es das Testsubjekt? Wow, er sieht genauso aus wie wir. Äußerlich vielleicht, im Inneren ist er genauso unzivilisiert wie der Rest von ihnen. Du hast hoffentlich meine Warnung vorher nicht vergessen. Nein, das Testsubjekt keinesfalls anfassen, richtig? Ihr seid alle so...
dumm drauf, das kann ich jetzt schon sagen. Testsubjekt. Ah. Hier, oder? Das kann eine Autorisierung für den Raum zu betreten. Kehre deine Position zurück und warte auf die Zeremonie. Okay, ich würde gerne wissen, was ich jetzt zu tun habe. Aha. Ich habe keine Karte und gar nichts. Ich kann nicht speichern. Das ist dumm. Muss ich echt mit jedem quatschen? Papa ist in letzter Zeit nicht mehr nach Hause gekommen, als wollte er ihn besuchen. Aber sie lassen mich nicht weiter vor. Das ist nicht fair. Ich hoffe, er ist mit der Arbeit bald fertig, damit ich ihn sehen kann. Noch irgendwo ein Sternchen über einen eurer Köpfe. Noch einer beißt ins Gras. Denk daran, 1, 2, 7, 3. Du bist unsere einzige Erfolgsgeschichte. Lass auf keinen Fall zu, dass unsere harte Arbeit und Forschung so... Ihr seid alle so dumm! Kriege ich jetzt schon Hass. Der Ernter, der nach Dana gesandt wurde, funktioniert wie vorgesehen. Er sammelt astrale Energie und schickt sie nach Lenegis. Ich habe viele lange Tage die Dinge im Auge behalten, aber bald ist die Arbeit endlich vorbei und ich kann wieder bei meiner Tochter sein. Ihr seid doch alles forschende Idioten. Ja, forschende Idioten. Ein dänisches Testsubjekt als unser Herrscher. Hm? Ich erwarte, dass du deine Funktion erfüllst, ohne auseinanderzufallen wie die anderen. Klar. Alles Idioten. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dich Herrscher zu nennen. Letztlich bist du nicht mehr als ein Testsubjekt. Dein einziger Wert liegt in deiner körperlichen Eignung für die anstehende Aufgabe. Deine Gedanken und Gefühle sind irrelevant. Ja. As usual, nobody wants to explain anything to me. They just threaten and harass me instead. Ja. What does everyone think I am? Some sort of talking pet? They're the ones that dragged me all the way up here in the first place. Bastards. I shouldn't have bothered coming out. Might as well head back to my room. Okay. Ah, da steht auf einmal wer. Shion? Ja, so ähnlich. Es ist Zeit, Alfen. Es ist also endlich soweit, hm? Ja, wir müssen unsere Bekleidung anlegen und uns dann am Übertragungsgerät treffen. Deswegen kommt er sie ihr bekannt vor. Sie ihm. Irgendwie sowas. Wenn das alles vorbei ist, kannst du endlich nach Hause zurückkehren. Darauf hoffe ich. Tut mir leid, dass ich dich in all das hineingezogen habe. Das ist nicht deine Schuld. Tun wir einfach, was wir tun müssen und bringen wir es hinter uns. Stimmt. Ich glaube, die Folge wird überlang. Na ja, schauen wir mal. I just wanted to go back to Dana, to my home. Alfin. Naori. Wait, please. Wait, I... I...
What was that? That... How long ago was that? That's right. Shion! Everyone. I need to find them. Better start looking. Toll. Gerade wo ich kapiert habe, wie es funktioniert mit dem Feuerschwert. Nun gut. Ich muss meine Leute wiederfinden. Ja, irgendwie gefiel mir Elfen mit dieser Halbmaske besser. Aber gut, was soll's. Heilung habe ich noch genug, ja. Aber dann werde ich hier jetzt den Part beenden. Und wahrscheinlich auch die heutige Aufnahmesession. Weil eigentlich sollte der Part hier gar nicht mehr aufgenommen werden, aber... Ja... Weil ich herausgefunden hatte, wie man das Flammenschwert benutzt, habe ich doch den Part aufgenommen. Und jetzt habe ich kein Flammenschwert mehr. Toll. Gut, dann würde ich sagen, das war Tales of Aris. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.